Wir haben heute noch ein weiteres Interview aufgenommen, und zwar mit Peter Böhringer, dem Betreiber von goldzeiten.de. Er ist Diplomkaufmann und Wirtschaftsinformatiker und er kann uns einiges sagen zum gestrigen Urteil, vor allem aber auch über dessen Folgen für die Märkte und vor allem für uns. Herr Böhringer, ich grüße Sie. Haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen konnten. Ja, guten Abend, Herr Apisch. Wir kommen gleich zur ersten Frage. Nur Minuten nach der Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichtes zum ESM-Vertrag kletterten ja nun überall die Kurse hoch. Das heißt, die Märkte freuen sich, und wenn Märkte sich freuen, dann ist das meistens für die Verbraucher gar nicht so gut. Beispiel Bankenrettung, Rettungsschirm, das haben ja alles die Steuerzahler bezahlt. Kann man das in diesem Fall auch so sehen? Tja, das kann und muss man schon teilweise so sehen. Vielleicht sollte man ohnehin mal auseinander dividieren, welche verschiedenen Player in diesem politischen, aber eigentlich wirtschaftlichen Vorgang hier mit überhaupt beteiligt sind. Ich würde mal vorweg schicken, wir fast alle. Und dass da durchaus verschiedene Interessen da auch im Spiel sind. Allerdings würde ich mir es jetzt nicht so leicht machen und ganz pauschal von den Märkten sprechen, was jetzt auch in Ihrer Frage drin war, obwohl das gerne gemacht wird, sondern schon bei den Märkten, den sogenannten Märkten, muss man differenzieren. Und man kann auch meiner Meinung nach hier, was auch leider gerne gemacht wird, keine klassische Kontroverse links gegen rechts oder arm gegen reich oder unten gegen oben aufmachen. Man muss hier wirklich schauen, wer sind die Profiteure. Und ja, das ist die auf Lateinisch die cui bono-Frage. Wer profitiert? Wer profitiert vom ESM? Und da wird ja so getan im Bundestag, eigentlich von allen Fraktionen, die Rettung ist alternativlos für uns das Volk. So wird getan, als ob wir alle davon profitieren würden. Manchmal mit sehr platten Begründungen. Ja, das sind ja eure Spargelder, das sind ja eure Lebensversicherungen, die wir ja auch retten. Und wir machen das ja nicht gerne, aber wir müssen es und wir tun es ja für euch. Und das ist eben unglaublich platt und immer nur noch nicht mal die halbe Rechnung, ist nicht mal ein Zehntel der Rechnung, weil das at a price kommt. Das hat eine nachteilige Seite für uns alle, für die kleinen Leute, auch für die Mittelschicht, teilweise auch für die Reichen, aber selbst bei den Banken müssen wir differenzieren. Also die größten Profiteure sind hier die, ja, natürlich zum einen die direkt geretteten Banken der Südperipherie in den Mittelmeerländern, auch in Frankreich mittlerweile, übrigens auch außereuropäisch, denn ganz viele angelsächsische Banken halten Staatsanleihen von diesen Ländern. Die hätten alle ein riesiges Abschreibungsproblem, wenn die austreten würden, mit Folge Bankenzusammenbruch, riesiges Abschreibungsproblem auf diese Anleihen, die von diesen Banken emittiert sind. Das ist die Hauptzielgruppe, die auch durch den ESM bedient wird jetzt. Das ist der eigentliche Bailout, ein Banken-Bailout. Das ist kein Bailout für die Menschen, auch nicht für unsere Lebensversicherung. Das ist die Hauptzielgruppe. Und das Problem ist, dass in dem Spiel nicht nur Leute gerettet werden, sondern sogar unglaublich viel Geld verdienen, weil hier teilweise darauf spekuliert wurde, auf diese Rettungsschirme und Anleihen, die eigentlich faktisch wertlos waren, von Zockern billigst aufgekauft wurden. Und die sind jetzt wieder werthaltig über Nacht. Das ist ein planwirtschaftlicher Vorgang, wenn diese Rettung stattfindet. Und das sind Anleihen, die vielleicht auf Kost 20 runtergefallen waren, von nominal 100, jetzt wieder nahe bei 100, sind wieder werthaltig. Das ist ein riesige Profite, wir reden also eher von 300, 400, 500%, die hier kurzfristig möglich sind. Also Spekulanten und Banken sind die allerersten großen Gewinner der ESM-Bank. Es ist ein Bankvertrag, von dem wir hier sprechen. Und ja, wer verliert? Mittelfristig wird das Ganze inflationär, auch wenn es im Moment keiner glauben will. Darunter leiden fast alle, mit Ausnahme derer, die wirklich sehr viele Sachwerte haben und dann auch teilweise profitieren von Inflation. Aber Inflation ist ein Vorgang, der besonders kleine Leute besonders trifft, und das wird mittelfristig hier die Folge sein. Ich sage nicht, dass das morgen kommt, schleichend haben wir sie ohnehin schon, aber sie wird mittelfristig kommen, und das ist das Unsozialste in dem Ganzen. Kann man das Ganze also ein bisschen mit einer Pokerrunde vergleichen, und jetzt liegt wieder Geld auf dem Tisch, die freuen sich, weil sie weiter zocken können? Das ist
gar nicht mal so falsch. Es ist zwar sicher nicht die ESM-Bank und diese jetzt angeblich 190 Milliarden, in Wirklichkeit sind es vermutlich wesentlich mehr. Das ist unglaublich viel Geld, aber es ist noch nicht mal ein Bruchteil dessen, womit hier rumgezockt wird. Es gibt noch viel mehr dieser planwirtschaftlichen Töpfe. Die EZB und die Fed monetisieren, sprich sie drucken Geld aus dem Nichts. Das ist etwas platt ausgedrückt, aber in der Praxis ist es genau das. Schon seit 2007, seit Beginn der Krise, mit riesigen Summen, mit immer größeren Summen. Es gibt den EFSF, den ersten Rettungstopf, und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Töpfe. Insofern, der ESM steht in einer schlechten Tradition, aber er hat halt, weil er so unglaublich geheim und intransparent ist, noch eine eigene Qualität. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt in die Details gehen wollen, das ist jetzt abendfüllend. Ja, gut, es gibt ja auch im Netz jetzt immer wieder Hinweise darauf, dass uns staatliche Zwangsanleihen bevorstehen könnten. Zunächst nur 10% des Eigenkapitals. Aber was bedeutet das jetzt für selbstständige Unternehmer, aber für Arbeitnehmer und Arbeitslose oder prekär Beschäftigte in Deutschland? Mal ganz konkret. Das ist jetzt schon die nächste Frage. Wenn ich nur einen Satz zur vorigen Frage nur anführen darf, ich habe schon vor 2-3 Jahren mal vom Sozialismus à la carte gesprochen. Das ist ein Sozialismus zugunsten der Banken, die eben ihre Bankgewinne, diese auch durch und wegen ESM und Bankenrettungen über die anderen Töpfe machen, obwohl sie sonst pleite gewesen wären, privatisieren dürfen, also behalten dürfen und die Verluste sozialisiert werden. Und das ist genau das, was hier geschieht, eigentlich schon seit 3, 4, 5 Jahren jetzt mit der Krönung des ESM. Das war mir noch wichtig zu sagen. Jetzt schwenken wir tatsächlich auf Ihre zweite Frage um, staatliche Zwangsanleihe. Ja, ich weiß gar nicht, ob alle Hörer überhaupt genau wissen, was das jetzt ist. Im Moment sind das Gedankenspiele, die aber mittlerweile zunächst von Rot-Grün, mittlerweile aber auch schon von Schwarz mitgetragen werden. Man muss vielleicht dazu sagen, Zwangsanleihen haben eine historische Vorgeschichte, sind meistens Kriegsanleihen gewesen, damit wurden Kriege finanziert, wenn der Staat ein partout mit seinen klassischen Steuereinnahmen nicht ausgekommen ist. Und jetzt wird das ganz offen auch in Friedenszeiten in den Mund genommen, das Ganze. Manchmal auch in der Form der Vermögensabgabe oder der hohen Vermögensbesteuerung. Das sind alles Dinge, die in 2 Jahren spätestens auf uns zukommen. Fast egal unter welcher Regierung, unter Rot-Grün ganz sicher, vermutlich aber auch unter Schwarz. Und Sie haben ja gerade gesagt, 10% des Eigenkapitals, also angedacht ist es eigentlich in Form 10% des Vermögens. Das ist der sogenannte Vermögensschnitt, der Private trifft, ebenso wie Unternehmen. Insofern, es wird vermutlich nicht aufs Eigenkapital berechnet, sondern auf den Wert des Unternehmens, aber das ist jetzt technisch vielleicht nicht so wichtig. Und ja, was bedeutet das für Selbstständige, war Ihre Frage, für Arbeitnehmer, für Arbeitslose? Gut, Arbeitslose wird es direkt weniger betreffen, weil es natürlich Freibeträge geben wird. Also die werden sicher nicht direkt einer Zwangsanleihe oder einer Vermögensbesteuerung unterzogen. Aber schon bei einigen Arbeitnehmern der Mittelschicht kann das anders aussehen. Das wird teilweise am Jahreseinkommen festgemacht, das wird teilweise aber auch am Vermögen festgemacht. Und die Freibeträge gehen runter teilweise bis 250.000 Euro, was gar nicht so viel ist. Wenn man weiß, dass viele Leute ja fürs Alter vorsorgen und diese Altersvorsorge ja schon ganz schnell diese Größenordnung überschreiten muss, fast schon, was ja auch der Staat jahrelang gefördert hat. Wir sollten ja alle fürs Alter vorsorgen. Insofern, das hört sich jetzt für manche Leute viel an, aber 250.000 oder auch 500.000 ist, wenn man wirklich für 30 Jahre vorsorgt und dann am Ende seines Arbeitslebens ist irgendwo bei 60, 65, mittlerweile ja 70, ist gar nicht mal so viel Geld. Das heißt schon, die Leute würden unter diese Vermögensabgabe, 10% direkte Abgabe, durchaus fallen. Und wenn man ganz genau reinschaut, aber die Gesetze sind noch nicht offiziell verabschiedet, das dauert noch ein Jahr oder zwei, dann zeichnen sich da jetzt schon Skandale ab, meiner Meinung nach. Es wird zum Beispiel differenziert zwischen Bankenpensionen, Beamtenpensionen wollte ich sagen, Pensionen von Beamten oder auch Pensionen aus gesetzlichen Rentenversicherungen einerseits. Die sind nämlich begünstigt und unterliegen dann nicht der Vermögensabgabe, obwohl sie natürlich einen gewissen Barwert darstellen, den man auch berechnen könnte, der durchaus locker in 300.000, 500.000 Euro Größenordnung geht ab den mittleren Beamten. Die werden also nicht dem Vermögensschnitt unterzogen. Auch die Rürup-Sparer nicht, die Riester-Sparer nicht, alles, was irgendwie der Staat selbst mal ins Leben gerufen hat, wird da ausgenommen. Wenn aber einer
sich vorgenommen hat, aus guten Gründen, schon vor 10, 20, 30 Jahren, ich sorge selbst vor, oder weil sie Selbstständige gesagt haben, die sowieso schon immer selbst vorsorgen mussten fürs Alter, die das in anderer Form gemacht haben, in Form von Aktien oder privat gehaltenen Anleihen oder Kapitallebensversicherung, eben nicht gesetzlich, dann sind die dabei bei dem Vermögensschnitt, obwohl das immer gewünscht war, staatlicherseits hier fürs Alter vorzusorgen. Also das sind jetzt schon sich abzeichnende, ganz üble, ungerechtfertigte Differenzierung. Aber vielleicht können wir da in ein, zwei Jahren auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, wenn das dann auch klarer ist. Ich sage es Ihnen nur heute schon. Und was mir noch wichtig ist, damit man mal die Größenordnung hier sieht, in einem Papier des DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, ein sehr linker Think Tank, der für die Grünen, auch für die SPD, mal ein Papier geschrieben hat zu genau dem Thema Vermögenssteuer, Vermögensabgabe, wird als politisches Ziel vorgegeben und als Modellziel. Wir wollen 100 Milliarden Euro Vermögenssteuer generieren. Und wenn man weiß, 100 Milliarden, die hier über diese Mittel eingesammelt werden sollen, das wird zurzeit über die diversen Rettungstöpfe des Euro, das mit dem sind wir wieder beim Frage 1, das hängt ja alles irgendwie zusammen, wird zurzeit in nur 2 bis 4 Monaten ins Ausland verschleudert. So schnell, was hier also einmalig, als angeblich einmaliger Schnitt zur Sanierung der Staatsfinanzen und zur Altersvorsorge deklariert wird, wird hintenrum in 2 bis 4 Monaten verschleudert. Target 2 alleine sind schon 30, 40 Milliarden pro Monat zurzeit. Wir haben den ESM-Index, wir haben EFSF, wir haben die indirekten Haftungen über die EZB und ich könnte Ihnen noch 8 weitere Töpfe aufzählen. Das heißt, die 100 Milliarden sind innerhalb von wenigen Monaten verfrühstückt und das soll angeblich eine einmalige, nur alles heilende Maßnahme sein. Sie sprachen vorhin von Zwangsanleihen zur Vorbereitung von Kriegen. Ist es nicht so, dass wir uns tatsächlich in einem Krieg befinden, in einem Wirtschaftskrieg oder auch in einem Krieg Staat und Konzerne gegen den Bürger? Ja. Es gibt da ja dieses Statement von George Soros, ja, wir haben Krieg, wir oben gegen euch da unten und wir werden gewinnen. Also um das mal so ganz knapp zu formulieren, so ähnlich hat er das gesagt. Dieses Zitat kannte ich noch gar nicht, aber George Soros erzählt viel Ungeheuerliches, wenn der Tag lang ist. Trotzdem, unabhängig von Soros, ich habe ja eingangs schon gesagt, es gibt hier ganz klar Gewinner von staatlichen Geld, von dem Kreditgeldsystem, von dem meiner Meinung nach unnatürlichen Kreditgeldsystem, das wir haben, und es gibt Verlierer. Es ist ein schleichender Finanzkrieg und man kann durchaus sagen, hier wird fleißig gegen Clever oder gegen Zocker oder gegen Planwirtschaftler oder gegen Beamte ausgespielt. Also er wird umverteilt von fleißig zu Insider. Und insofern ist das natürlich schon ein Krieg, wenn die Summen entsprechend groß werden. Das Problem ist, dass in der Geschichte öfter mal Wirtschaftskriege dann auch in Bürgerkriege, in heiße Kriege gemündet sind. Das dürfen wir uns hier nicht wünschen. Aber vielleicht, das führt jetzt wirklich ein bisschen weiter, wenn wir uns abendfüllend über Zwangsanleihen unterhalten. Gut. Sie beraten ja, Sie sind ja Diplomkaufmann, Menschen, die sich ihre Zukunft noch sichern wollen, die noch ein bisschen Vermögen haben und die nicht so genau wissen, wie sie das anlegen. Nun haben wir aber mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland, die verfügen überhaupt keine Rücklagen. Wenn denen der Kühlschrank kaputt geht, dann wissen die nicht, wo die einen neuen herbekommen sollen. Was sollen denn die machen? Was würden Sie denen raten? Tja, schwierige Frage, das gebe ich zu. Ich kann zum einen raten, auch wenn auch das vermutlich für viele nicht einfach ist, wenigstens schuldenfrei zu werden, weil die Schuldzinsen sind ja in keiner Weise so abgesenkt worden wie die Guthabenzinsen. Das heißt, da zahlt man immer noch viel zu viel und man zahlt letztlich mit Zinsentilgung seine Kredite mehrfach zurück. Das allein ist also schon mal eine sehr sinnvolle Maßnahme, soweit sie eben irgendwie möglich ist. Es ist auch wichtig, schuldenfrei zum Beispiel auf der Immobilie zu sein, wenn man noch eine hohe Hypothekenschuld drauf hat, damit man keine Zwangsversteigerung der Hütte oder der Wohnung oder des Hauses durch die Bank zulässt. Wenn man nämlich einmal nicht bedienen kann, seine Zinsentilgung, dann geht das relativ schnell mit Zwangsversteigerung, insbesondere wenn die Hypothek noch zu hoch ist und auch wenn der Immobilienmarkt irgendwann schwächer werden sollte, was passieren kann, wenn die Zinsen steigen, auch das ist nicht abwegig, dann fällt irgendwann der Wert des Pfandes, also des Hauses, unter den Restwert der Schuld. Und dann sind Banken ganz schnell dabei, Zwangs zu versteigern. Also das sind schon Dinge, die man, wenn es irgendwie geht, mit Priorität machen sollte. Wenn man zur Miete wohnt, hilft ja nichts. Im Zweifelsfall kleinere Brötchen backen, weniger Quadratmeter oder zumindest nicht mehr Kosten runterbringen. Das ist das Einzige, was diese Gruppe machen kann. Man muss
um nochmal leider zu sagen, leider ist also auch diese Gruppe, die Hauptverlierergruppe, stark inflationärer Entwicklung, aber auch Währungsreformen, die ich ja irgendwann auch mal erwarte. Und sie gewinnen nichts im Gegenzug von inflationären Entwicklungen, weil sie keine Sachanlagen haben, die aufwerten können. Und sie haben eigentlich auch keine große Rente, die durch diese sogenannten Rettungsmaßnahmen jetzt immerhin mal temporär gerettet würde, wenigstens nominal. Real hat die Gruppe wegen der Inflation einen latenten Kaufkraftverlust. Und genau deshalb ist diese sogenannte Rettungspolitik, die ja von allen Parteien im Bundestag getragen wird, bis hin zu allen sogenannten sozialen Parteien, gerade für die kleinen Leute besonders übel. Und es ist keine Rettung für die. Und absolut gesehen wird vielleicht die Mittelschicht am meisten entdecken, also mehr als die kleinen. Aber über den Kaufkraftverlust trifft es eben alle. Und es ist schwierig, dieser Gruppe ganz konkret was zu raten, außer Kosten reduzieren und ich sag mal, nicht zu große Brötchen zu backen. Nun haben wir ja Tausende von Milliarden zugebuttert. Wir in Deutschland allein über 1 Billion, soweit ich weiß. Und diese ganzen Euros, die haben sich ja nicht einfach in Luft aufgelöst. Die wohnen jetzt einfach nur woanders. Können Sie uns sagen, wo und bei wem? Oh je, jetzt führen Sie mich in die Tiefen der Geldtheorie. Ich muss den Mythos leider gleich widerlegen, dass das Geld nie weg ist. Es gibt diesen uralten Spruch, das Geld ist nie weg, es hat nur ein anderer. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, das hat sich nicht in Luft aufgelöst, es wohnt nur woanders. Das ist ein Mythos und er wird leider nicht richtiger, auch wenn man öfter wiederholt. Im Papiergeldzeitalter, eigentlich im Kreditgeldzeitalter, das wir seit 1913, wenn man genau ist, meinetwegen auch seit 1971 haben. 1971 wurde die letzte Währung von der direkten Goldbindung abgelöst. Kann Kreditgeld, neues Kreditgeld aus dem Nichts geschöpft werden? Dann ist es da. Es war vorher nicht da. Es ist auch nicht umgebucht worden. Es ist aus dem Nichts durch eine neue Verschuldung irgendeines Wirtschaftsakteurs entstanden. Und genauso kann im Zuge eines deflationären Akts dieses Geld wieder dahin zurückgebucht worden werden, wo es herkam, also ins Nichts. Und das müssen die Leute verstehen, die diesen Satz sagen, Geld ist nie weg, es hat nur ein anderer. Das war im Goldzeitalter vielleicht mal richtig, es ist im Kreditgeldzeitalter nicht mehr richtig. Trotzdem ist es natürlich recht, das hat, richtig, das hatten wir ja schon, dass es Profiteure gibt von Umverteilungsaktionen und von solchen Umwälzungen, wie wir sie jetzt gerade erleben mit den Bankenrettungen und mit der Währungsreform, die irgendwann in diesem Jahrzehnt noch ansteht. 2008 zum Beispiel war für alle deflationär. Da sind eigentlich alle Anlageklassen gleichzeitig runtergegangen und das Geld hatte kein anderer. Es war einfach weg, es wurde ausgebucht. Das hat man ansatzweise gesehen, was passiert in einem deflationären Crash. Und ganz am Ende, die Währungsreform ist immer am Ende deflationär. Interessant ist nur der Weg dahin, ob wir vorher noch inflationäre Zeiten bekommen. Insofern, Ihr Spruch, den Sie da gemacht haben, oder der Mythos, dass Geld nie weg ist, der wäre richtig, wenn man ihn auf die Kaufkraft bezieht. Kaufkraft ist zumindest bei Sachwerten nie weg. Die hat dann nur ein anderer. Und die Kaufkraft insgesamt ist immer irgendwie konstant in der Welt. Ausnahme, wenn eben wirklich mehr Güter wirklich produziert werden. Aber die nominale Geldmenge, die ist nicht immer gleich. Gut, Und Kaufkraft wird durchaus umverteilt. Also da haben Sie recht, aber da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang schon gesagt habe. Nicht zwingend immer von unten nach oben oder von arm zu reich oder umgekehrt, sondern meiner Meinung nach im aktuellen Spiel von fleißig zu Zocker, Insider, Planwirtschaftler. Also meistens sind das Politiker, Staatsbankangestellte oder Großunternehmer. das heißt, der Energieerhaltungssatz, der lässt sich auf Geld nicht anwenden. Das heutige nicht. Jetzt habe ich doch noch eine andere Frage. Und zwar wird das Geld ja jetzt zusehend virtuell. In Italien gibt es bereits bei 1000 Euro aufwärts keine Möglichkeiten mehr, bar zu zahlen, sondern das muss überwiesen werden. Das heißt, unser Geldsystem steuert auf eine Virtualität zu. Dann sind natürlich auch die Schulden, die Staatsschulden nur noch virtuell. Kann man die doch einfach ausbuchen und gut, oder? Ja, mein Gott, wir leben alle in der virtuellen Welt und trotzdem hat sie einen realen Bezug. Wir führen dieses Gespräch jetzt auch über das virtuelle Internet und trotzdem ist es so real, dass es in realen Ohren eines Tages oder heute Abend oder sogar live ankommen wird. Also es ist nicht alles virtuell. Es gibt immer Bezüge zur realen Welt. Von daher auch Schulden und Geld, auch wenn sie irgendwo virtuell nur elektronisch existieren, haben realen Bezug. Solange das irgendwo in Grundbüchern gegengebucht ist, dem gehört das und das Haus in dem und dem Kataster, ist das real. Und da muss ein virtuelles Gutachten entgegenstehen, das aber real erwirtschaftet wurde. Also, daher diese Trennung zwischen virtuell und real teile ich jetzt so nicht ganz.
Und dementsprechend, das mit dem Ausbuchen ist nicht ganz so einfach. Ich gebe Ihnen zwar recht, das habe ich ja selbst gesagt, dass Geld aus dem Nichts entstehen kann. Fast aus dem Nichts, muss man sagen. Das führt jetzt wieder leider zu weit. Der sogenannte Fractional Banking Geldschöpfungsprozess, wo viel mehr Geld geschöpft wird, als eigentlich ein Pfand zugrunde liegt, ein Grundpfand. Meinetwegen ein Häuschen über 1 Million im Geldschöpfungskreislauf zu Geldschöpfung von über 10 oder sogar 50 Millionen führen. Und insofern, ein Teil davon ist real, ein Teil ist virtuell, aber selbst der virtuelle Teil kauft dann wiederum reale Güter. Und oder zumindest kauft er reale Staatsanleihen. Und diese Staatsschuld ist also auf den Büchern. Und es gibt eine Gegenbuchung, das ist das Guthaben bei irgendjemand. Und wenn man das einfach ausbucht, das können Sie natürlich machen, rein mathematisch, das wird ja manchmal auch argumentiert. Wir haben 5 Billionen deutsches Staatsvermögen und wir haben demnächst dann mal 3 bis 4 bis 5 Billionen deutsche Staatsschuld. Das kann man doch ganz locker gegeneinander ausbuchen. Für Italien wird das auch gerne gemacht, die Rechnung. Da sieht es ähnlich aus heute schon. Nur, ich meine, das sind Enteignungsakte. Wir reden hier nicht von virtueller Enteignung, sondern hier sind teilweise Leute, die haben gleichzeitig Schulden und Guthaben. Denen wird das Guthaben weggebucht und dann sind sie plötzlich hochverschuldet, obwohl sie gar nichts dafür können. Also ich warne vor diesen etwas zu einfachen Ausbuchungsvorschlägen. Aber auch da sind wir wieder bei langen Diskussionen. Ja, na gut, deswegen freue ich mich ja, dass ich Sie hier als Interviewpartner fragen darf. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Einschätzung. Welche Bedeutung und Tragweite hat die gestrige Entscheidung in Karlsruhe denn aus Ihrer Sicht auf unsere Demokratie und auf unseren Rechtsstaat? Oh je. In einem Wort verheerend. Es hat sich leider bestätigt, was ich auch schon lange befürchtet habe, dass der ESM-Vertrag, die ESM-Bank, die jetzt ja gestern endgültig, fast endgültig genehmigt wurde vom Verfassungsgericht, ist ein ökonomischer, demokratischer, staatsrechtlicher, ordnungspolitischer Albtraum. Und ja gut, Sie haben jetzt konkret Demokratie und Rechtsstaat gefragt. Bei der Demokratie kann ich mir es einfach machen. Wer glaubt, dass dieses Machwerk mehrheitsfähig gewesen wäre in Deutschland, hätte es einfach mal zur Volksabstimmung stellen sollen. Sie werden aber in dem ganzen 80-seitigen Urteil von gestern samt Begründung das Wort Volksabstimmung nicht ein einziges Mal finden. Obwohl es durchaus eigentlich zwingend gewesen wäre, sowohl nach dem sogenannten Lissabon-Urteil von 2009, als eigentlich schon ganz klar die Grenze gezogen wurde, bis hierher, also bis hierher, Klammer auf, Europakompetenzen und nicht weiter, nicht ohne Volksabstimmung. Und das wurde nochmal bestätigt 2011 im Urteil des Verfassungsgerichts zum EFSF, zum ersten Rettungsschirm. Jedes Mal, eigentlich hat die ganze Beobachtergruppe, alle Juristen haben darauf gewartet, dass gestern zumindest, wenn nicht sofort Volksabstimmung verfügt wird, doch wenigstens sehr zeitnah. Und es kam kein einziges Wort dazu. Es war alles eine Farce, was in den letzten Wochen diskutiert wurde, wer da aufmerksam zugehört hat in den Medien. Alle haben eigentlich erwartet, jetzt wird endlich mal das Volk gefragt. Deswegen sogar Schäuble hat es in den Mund genommen. Alle Beobachter waren eigentlich klar, es kam nichts dazu. Das heißt, es war entweder ein riesiges Ablenkungsmanöver oder die Elite, wie ich sie immer nenne, die Eliten, haben erkannt, dass sie nichts, aber auch gar nichts im Moment, was irgendwie EU oder gar Euro-Rettung in der Überschrift trägt, dem Volk zur Abstimmung vorlegen können. Es ist unmöglich, diese Volksabstimmung wäre nicht zu gewinnen. Die wissen das und deshalb hatte das, da bin ich jetzt Verschwörungstheoretiker, das Verfassungsgericht ganz klar den Auftrag, dieses Wort nicht in den Mund zu nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass es im endgültigen Urteil, das kommt ja irgendwann in einem Jahr vielleicht, dann doch noch irgendwie Hinweise zur Volksabstimmung gibt. Gestern wäre sie zwingend gewesen und sie kam nicht. Insofern, von Demokratie müssen wir hier nicht sprechen. Mit wahrer Demokratie, das ist für mich die Referendumsdemokratie, hat das ohnehin nichts zu tun. Die direkte Demokratie wird nicht mal erwähnt. Und dass die Parlamentsdemokraten, wie sie im Internet genannt werden, hier korrupt sind und Recht beugen über alle Fraktionen hinweg, das ist Demokratie können wir abhaken. Rechtsstaat führt jetzt ein bisschen weit, aber glauben Sie mir und ich hoffe, die Hörer glauben es mir auch. Hier wurde europäisches Recht gebrochen, umgangen, gebeugt, nationales Recht noch viel mehr. Was uns alles versprochen wurde seit 1992, seit dem Maastricht-Vertrag, ist komplett mittlerweile aufgelöst. Das Verfassungsgericht hat sogar jede Hoffnung fahren lassen, dass es hier irgendwann mal wieder Rechtssicherheit im klassischen nationalstaatlichen Sinne gibt. Es wird hier der Weg, der eigentlich illegal ist nach dem Verfassungsgericht selbst, in langjähriger Rechtsprechung, der Weg in die Auflösung des Staates, des Nationalstaates gegangen, hin in den Bundesstaat EU, in den EU-Staat,
der illegal ist und der auch ganz sicher demokratisch nicht gewollt wäre, keine Chance, das demokratisch durchzukriegen. Seit gestern ist der Schutz auch von Karlsruhe nicht mehr da. Sieht also nicht so aus, als ob es besser werden könnte. Herr Böhringer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ja, gerne. Schönen Abend. Schönen Abend. So, das war wie gesagt der Peter Böhringer, der Betreiber von Goldzeiten.de. Er ist Diplomkaufmann und Wirtschaftsinformatiker. Eigentlich hätte ich ihn anmoderieren sollen, jetzt moderiere ich ihn eben ab. Und wir spielen jetzt nochmal kurz ein bisschen Musik. Dann kommt unser nächster Gast, der Klaus Lofink-Blanke.